Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Und da waren es nur noch zwei. Zwei Paare stehen sich nun im Finale gegenüber von zuletzt noch sechs Teams im Wettbewerb um den SPD-Vorsitz. Wochenlang waren sie von Regionalkonferenz zu Regionalkonferenz gezogen, um sich den Genossinnen und Genossen an der Basis zu stellen. Aber weil kein Team überzeugend genug war, um eine absolute Mehrheit zu bekommen, gibt es jetzt eine Stichwahl im November. Dafür übrig geblieben sind von rechts nach links die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken mit dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans einerseits und andererseits mit nur ganz knappem Vorsprung die Brandenburger Landespolitikerin Clara Geiwitz mit dem prominenten Mitbewerber Vizekanzler Olaf Scholz. Fragen an ihn gleich in der Sendung. Zunächst Michael Stempfle und Andreas Hilmer mit den Reaktionen auf dieses Ergebnis. Für viele Sozialdemokraten wie hier in Hamburg-Altona, dem ehemaligen Heimatwahlkreis von Olaf Scholz, geht es am Abend um so eine Art Gretchenfrage. Wie hält es die SPD mit der GroKo? Die meisten Jusos hier wollen raus aus der Regierungskoalition mit der Union. Wir müssen wieder die Partei werden der einfachen Leute. Wir müssen für die richtig was rausholen, nicht nur Kleinigkeiten. Und ich glaube, diese Alternative zu sein und das auch verkörpern zu können, können wir sicherlich besser außerhalb der großen Koalition. Zur gleichen Zeit im Willy-Brandt-Haus. Das prominenteste Duo hat es in die Stichwahl geschafft. Finanzminister Scholz und die Brandenburgerin Geiwitz. Erleichterung, trotz des mageren Ergebnisses von nur knapp 23%. Sie stehen für die GroKo und müssen jetzt erklären, wie man mit der schwarzen Null den Neuanfang schaffen will. Also ich vermute, wir werden zum einen ganz viele interessante finanzpolitische Diskussionen erleben und zum zweiten haben wir auch immer gesagt, wir sind Sozialdemokraten, die wollen gestalten und wir wollen die SPD wieder so stark machen, dass es auch im Bund eine Mehrheit jenseits der großen Koalition gibt. Ihre Herausforderer, der frühere Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, Walter Borjans, und die Bundestagsabgeordnete Esken. Mit Schwarzer Null und GroKo können diese beiden deutlich weniger anfangen. Ihre Ideen zur Problemlösung deutlich weiter links. Das ist eine Verteilungsfrage, eine Frage der Verteilung von Chancen und von Lasten. Und darum müssen wir uns kümmern. Da ist die SPD in ihrer DNA dafür bestimmt, sich um Verteilungsfragen zu kümmern. Und da stehen wir für. Und das ist mit einer, sagen wir mal, mit einer schwarzen Null und mit der schwäbischen Hausfrau nicht zu machen. Klingt nach Kampfansage. In der Tat. Beide Duos trennen nicht einmal 2 Prozentpunkte. Jetzt gilt es, sich im zweiten Wahlgang bis Ende November zu profilieren. Dass wir gute Chancen sehen, auch die Mitglieder anzusprechen, die sich jetzt noch für andere entschieden haben, ja, das sehen wir schon. Viele von der SPD in Hamburg-Altona hatten sich genau diese Konstellation für die Stichwahl gewünscht. GroKo-Skeptiker gegen GroKo-Befürworter. Ja, natürlich geht es auch um die Frage, wie geht es mit der GroKo weiter. Und von daher ist das schon eine Richtungsauseinandersetzung, die wir da haben. Und da freue ich mich drauf. Ich hoffe auch, dass es jetzt ein bisschen polarisieren wird in der zweiten Stufe sozusagen, ja, die Stichwahl, weil ich mir davon auch natürlich erhoffe, dass dann auch eine klare Entscheidung getroffen wird, in welche Richtung sich die Partei bewegt. Das Abstimmen und Abwarten geht in die nächste Runde. Erst Anfang Dezember wird für Sie feststehen, wer Ihre SPD anführen soll. Und damit wohl auch, ob die Regierungskoalition in Berlin halten wird oder nicht. Und einen der Anführer dieser Regierungskoalition in Berlin, den habe ich vor der Sendung zu seiner Zwischenbilanz dieser SPD-Kandidatenkür befragt. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend, Herr Zamperoni. Das war ein hauchdünner Vorsprung vor dem zweitplatzierten Duo. Hatten Sie sich nicht mehr erhofft? Vorher sind alle möglichen Spekulationen geäußert worden, wie das alles sein würde. Ich bin sehr froh darüber, dass ich so viel Unterstützung von den Mitgliedern bekommen habe, zusammen mit Clara Geiwitz. Und ich bin auch froh darüber, dass wir vorne anliegen. Ein guter Startplatz für die zweite Runde. Übrigens ist mir auch wichtig zu sagen, schon die bisherige Runde war eine, die die SPD sehr zusammengeführt hat. Ich hoffe, das wird auch mit der zweiten so sein, denn wir wollen ja, dass die SPD wieder stärker wird. Höre ich da Erleichterung raus? Denn ich meine, Sie waren ja als Vizekanzler, als prominentester Kandidat extra auch angetreten, weil sonst keine politischen Schwergewichte dabei waren. Dass Sie nicht doch ein bisschen enttäuscht sind, dass es nicht ein größerer Abstand ist zu den anderen? Sie hören zu Recht Erleichterung daraus. Wer sich einem demokratischen Wettbewerb stellt, kann nie vorher wissen, wie das ausgeht, muss das Risiko eingehen. Das haben Clara Geiwitz und ich gemacht. Und ich bin deshalb in der Tat froh über das Ergebnis und auch sehr glücklich. Aber was sagt dieses Ergebnis, dieses ja doch knappe Ergebnis über die Stimmung in der Partei aus? Ist das jetzt in der anstehenden Stichwahl eine Abstimmung über die GroKo, für den Kurs, den Sie ja stehen, oder eher dann für den linkeren Kurs in der SPD, für die Zweitplatzierten?
Die SPD hat sich ein sehr gutes Verfahren überlegt, wie sie über die weitere Zusammenarbeit im Hinblick auf die Regierung entscheiden will. Das tun wir auf dem Parteitag im Dezember. Und was wir jetzt machen, ist dafür zu sorgen, dass wir eine Parteiführung bekommen, die die SPD stärkt, die sie wieder stolz macht, die dafür sorgt, dass diese Partei, die so wichtig ist für Fairness und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, die wichtig ist für den Frieden und für Europa, dass die auch die Kraft bekommt, die sie braucht, damit das auch klappt in Deutschland. Aber dass das so knapp beieinander war, das steht ja auch ein bisschen dafür, wie gespalten die Partei bei dieser Frage auch ist, oder? Ich stimme Ihnen überhaupt nicht zu, wenn Sie sich manche Kommentare im Fernsehen, in den Zeitungen, in den Radiosendungen, im Internet in den letzten Wochen angeschaut haben, dann waren da ganz andere Spekulationen über das Ergebnis als das, was jetzt passiert ist. Insofern sehe ich das als Stärkung und als Ermutigung. Und ich glaube, so kann man das dann auch als Ausgangspunkt für die nächste Debattenrunde nutzen. Ja, mit dieser Einstellung müssen Sie jetzt auch ins Finale gehen. Aber wie wollen Sie sich denn vom Duo Esken-Walter Borjans da jetzt absetzen? Sie müssen sich ja in diesem Finale irgendwie doch ein bisschen abgrenzen. Ich will die SPD zusammenführen. Das ist das, was Clara Geiwitz und ich uns vorgenommen haben. Wir wollen sie nicht auseinanderbringen. Deshalb finde ich es nicht richtig, gegen andere zu argumentieren. Wir werden für das werben, was wir richtig finden, dass Deutschland ein Land ist, das auch in Zukunft gute Arbeitsplätze hat, dass die ökologische Modernisierung hinkriegt, dass den Sozialstaat stabilisiert in einer Zeit, in der viele Bürgerinnen und Bürger viele Unsicherheiten spüren und das eben Europa voranbringt. Das sind ganz große Herausforderungen, darüber werde ich diskutieren, da werden wir unsere Vorschläge präsentieren und ich bin auch ganz sicher, dass die Mitglieder das unterstützen werden. Olaf Scholz, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin. Schönen Dank. Nicht nur die SPD blickt an diesem Wochenende gespannt auf Wahlergebnisse, auch die Wählerinnen und Wähler in Thüringen morgen. Die Wahl zu diesem Landtag ist die letzte Abstimmung des Superwahljahrs 2019 und die findet in dem Bundesland statt, in dem vor 5 Jahren erstmals ein Linker in der Geschichte der Bundesrepublik Ministerpräsident geworden ist. Die Chancen für Bodo Ramelows Linke, stärkste Kraft zu werden, die stehen nicht schlecht. Dennoch, es dürften schwierige Koalitionsverhandlungen werden, denn es zeichnen sich keine klaren Mehrheiten ab. Vor allem den Bundesregierungsparteien drohen in Thüringen Verluste. In unserem Wahlstudio in Erfurt ist Jörg Schönborn. Jörg, die Thüringer Wahlkämpfe von CDU und SPD, die haben in diesem Herbst ein ähnliches Problem, nämlich, dass die Parteien auf Bundesebene über Führungsfragen streiten. Wie sehr wirkt sich das auf die Wahl morgen aus? Ja, das ist ein Teufelskreis bei allen Wahlen seit 2017. Die schlechte Performance in Berlin macht den Wahlkämpfern vor Ort Probleme. Schlechte Landtagswahlergebnisse machen den Druck in der Großen Koalition noch größer. Ich zeige mal, wie die Thüringer über die gegenwärtige Situation in der Bundesregierung denken. Ganze 39% sind zufrieden, 61 unzufrieden. Aber das hier ist das Entscheidende. Vergleich zur letzten Wahl, minus 21 Punkte bei der Zufriedenheit. Und auch woran das liegt, wie der Blick auf Union und SPD in Berlin aussieht, haben wir gefragt. Wir wollten wissen, ob der Eindruck stimmt, dass sich die Parteien im Bund mehr um Personen und Ämter als um politische Inhalte kümmern. Und da gibt es für CDU und SPD gleichermaßen Zustimmung, 76-80%. Das ist der Grund, warum diese beiden Parteien mit Gegenwind rechnen müssen. Nun regiert seit 5 Jahren in Thüringen, ich habe es gerade gesagt, die erste Koalition mit einem Ministerpräsidenten der Linkspartei in der Spitze. Wie fällt denn da die Bilanz aus? Wenn man bedenkt, wie die Prophezeiungen waren, wie der Kampf zu Beginn war, dann ist das Ergebnis nach einem Zwischentief eigentlich ziemlich ordentlich. Das ist die Zufriedenheitskurve für die Landesregierung in den letzten 5 Jahren. Hier das Zwischentief. Jetzt sind es 58%, die sagen, ich bin zufrieden mit dieser Regierung. Und ganz spannend ist, wenn man sich anschaut, in welchen Anhängerschaften die Resonanz besonders gut ist. Klar ist, dass die Wähler von Linker und SPD fast vollständig hinter dieser Regierung stehen. Die grünen Wähler sind schon skeptischer, obwohl an der Regierung beteiligt, aber immerhin auch die Hälfte der CDU-Wähler sagt, die haben eine ganz gute Arbeit gemacht. Diese 58% hier sind so ein Wert auf der Kippe. Wenn Landesregierungen deutlich besser abschneiden, dann wurden sie in der Vergangenheit wiedergewählt. Wenn sie deutlich schlechter abschneiden, dann mussten sie in der Regel ihre Arbeit aufgeben. Also ein Indiz dafür, dass es wirklich spannend wird morgen. Bei 58% weiß man nicht, was rauskommt. Tja, morgen wissen wir mehr. Bis dahin vielen Dank, Jörg Schönborn. Soweit, wir sind gespannt. Danke nach Hamburg. Den türkischen Einmarsch in Nordsyrien, den haben viele Staaten kritisiert, auch Deutschland. Darum war die Atmosphäre angespannt beim Besuch von Außenminister Maas in der Türkei. Mehr dazu und weitere Nachrichten jetzt mit Linda Zervakis.
In Ankara kam Maas mit seinem Amtskollegen Çavuşoğlu zusammen. Dabei drang der Bundesaußenminister auf eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien. Nach dem Gespräch erklärte Maas, es gäbe noch viele Differenzen. Çavuşoğlu wies Kritik an der türkischen Offensive zurück. Außerdem erteilte er dem Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin Kram-Karrenbauer eine Absage, die sich für eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien ausgesprochen hatte. Auch Maas distanzierte sich von den Plänen und sprach von einem unrealistischen Vorschlag. Bundeswirtschaftsminister Altmaier zeigte sich irritiert über die Äußerung von Maas. Es sei seit Jahrzehnten für jeden Politiker klar, dass man vom Ausland aus weder Oppositionspolitiker noch die eigene Regierung kritisiere, schrieb er auf Twitter. An Kram-Karrenbauers Plänen gibt es inzwischen auch innerhalb der CDU Kritik. Der stellvertretende Vorsitzende Laschet sagte der Augsburger Allgemeinen, vieles sei noch im Ungefähren. Zugleich bemängelte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, man hätte den Vorschlag in der Koalition besser abstimmen können. Chiles Präsident Piñera hat als Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen seine Regierung eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er habe alle Minister um Rücktritt gebeten, sagte er. Zuvor waren gestern mehr als 1 Million Menschen gegen die Sozialpolitik der Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Piñera und Sozialreformen. Seit Beginn der Proteste vor einer Woche kamen mindestens 19 Menschen bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften ums Leben. Im Irak gehen die Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft unvermindert weiter. Mindestens 6 Menschen wurden bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften getötet. Bei landesweiten Massenprotesten gestern kamen mindestens 42 Menschen ums Leben. Mehr als 2300 wurden verletzt. Trotz des Ölreichtums leben viele Iraker in Armut, ohne Zugang zu sauberem Wasser und Strom. In Barcelona ist es bei einer Großdemonstration erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und katalanischen Separatisten gekommen. Angaben über Verletzte sind derzeit nicht bekannt. Zuvor hatten erneut Hunderttausende Menschen gegen die langen Haftstrafen für Politiker der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung protestiert. Die Demonstranten forderten außerdem die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Die Regierung in Madrid lehnt es ab, mit den Separatisten zu sprechen. Seit nunmehr 57 Jahren gibt es die Fußball-Bundesliga, aber sowas wie heute, das hat es noch nie gegeben. Denn, Julia Büchler, einer hat einen neuen Rekord aufgestellt. Ja, großer Jubel in München, obwohl die Bayern ja momentan gar nicht mal so rekordverdächtig gut spielen. Aber auf einen Mann ist eben immer Verlass und das ist Robert Lewandowski. Er ist der erste Spieler, der an jedem der ersten 9 Spieltage getroffen hat. Sein 2:1 gegen Union Berlin also ein ganz besonderes Tor. Lewa, wie sie ihn nennen, ist in der Form seines Lebens in Polen, seiner Heimat, da ist er schon lange ein Held. Dort gibt es sogar eine Lewandowski-Briefmarke. Ja, und auch in der Bundesliga hat er nun einmal mehr Geschichte geschrieben. Robert Lewandowski hat am Ende allen Grund zu feiern, sowie Manuel Neuer, der zwischendurch mal richtig ausflippt und seine Vorderleute zusammenfaltet. Ich wollte sie unterstützen und sie wussten, glaube ich, schon Bescheid. Die Abwehr durchaus stabil, der Angriff effektiv. Innenverteidiger Pavard, 13. Minute mit der Führung nach der ersten Bayern-Chance. Dann dauert es bis zur zweiten Halbzeit, 53. Minute, in der es historisch wird. Nach feiner Einzelleistung von Robert Lewandowski das 2:0, eben sein 13. Saisontor im 9. Spiel. Klar, ich bin stolz, dass das nächste Tor mit nächstes Spiel Tor bin, aber ich denke nicht darüber zu viel. Viel nachdenken, viel nachschauen muss Schiedsrichter Fritz. Er entscheidet nach Videobeweis Handspiel von Perisic auf Strafstoß. Jetzt kommt Manuel Neuer ins Spiel. Er pariert den Elfmeter von Anderson. Union Berlin bekommt noch eine zweite Chance. Pavard stolpert in Polter hinein. Wieder zeigt Schiedsrichter Fritz auf den Punkt. Polter, der Gefaulte, trifft. Es bleibt trotz vieler Chancen für den FC Bayern beim 2:1 Sieg und Berliner Zufriedenheit, keine Klatsche bekommen zu haben. Es war immens wichtig, dass wir heute an die Tabellenspitze gehen mit 3 Punkten. Das haben wir geschafft. Dank Robert Lewandowski in der Form seines Lebens und Manuel Neuer.
Die Bayern damit wieder an der Tabellenspitze vor Freiburg. Wer hätte das gedacht? Freiburg ist weiter die Überraschungsmannschaft. Kein Wunder, dass auch Bundestrainer Jogi Löw hier gerne ins Stadion geht. Auch beim 2:1-Sieg gegen Leipzig war er da. Die Sachsen, die haben mit 4 Spielen ohne Sieg ja so eine kleine Bundesliga-Krise. Freiburg dagegen feiert schon wieder. Und wie? Die Freiburger Spieler im Freudentaumel. Die Saison des SC, fast ein einziger Höhenflug. Ja, wahnsinnig stolz. Also ich glaube, wir haben uns ja vieles erträumt, aber das natürlich nicht. Und das war nicht absehbar. Die Kunst ist das jetzt irgendwo aufrechtzuerhalten, auch diese Spannung, zu wissen, wir brauchen noch ganz, ganz viele Punkte auch für den Klassenerhalt, so blöd es klingt. In der ersten Halbzeit Leipzig klar überlegen. Doch das Tor, das schossen die Gastgeber. Nicolas Höfler mit der Führung für Freiburg in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Die Fans im Rampenlicht genossen das bis dahin einseitige Spiel, das nach dem Seitenwechsel ausgeglichener wurde. Freiburg extrem effektiv, Nils Petersen mit dem 2:0 in der 90. Spielminute. Aufgrund der zweiten Halbzeit durchaus verdient. 2 Minuten später Lukas Klostermann mit dem 1:2 Anschlusstreffer für Leipzig. Dabei blieb es Freiburg damit Tabellenzweiter. Es hat wirklich keine Relevanz, ob wir Zweiter oder Vierter sind oder irgendwas. Es geht darum, wie viele Punkte man hat und wie viele die Konkurrenzpunkte hat. Und da müssen wir sagen, ist das toll, dass wir jetzt so dastehen, wie wir jetzt dastehen. Beim SC Freiburg genießen sie den Moment. Doch abheben wird hier sicherlich keiner. Die weiteren Ergebnisse. Hertha BSC Hoffenheim 2:3, Schalke Dortmund 0:0, Paderborn Düsseldorf 2:0, Leverkusen Bremen 2:2. Bereits gestern spielte Mainz gegen Köln 3:1 und morgen spielt noch Wolfsburg gegen Augsburg und Gladbach gegen Frankfurt. Die Tabelle, die Bayern auf Platz 1, zumindest bis morgen, dahinter Freiburg, Dortmund und Gladbach. Wolfsburg ist Fünfter vor Leipzig und Schalke. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim vor Hertha und in der Abstiegszone Köln, Augsburg und Paderborn. Nicht einmal ein Platz unter den besten 10. Den Saisonstart in Sölden, den hatte sich Viktoria Rebensburg anders vorgestellt. Sie hatte sich viel mehr vorgenommen, extra mit den Männern trainiert. Aber am Ende fehlten ihr mehr als 1,7 Sekunden auf die Siegerin, auf Alice Robinson. Eine 17-Jährige aus Neuseeland, die im Riesenslalom einfach mal allen davonfuhr. Das ist mal eine wirklich schöne Überraschung. Ein Teenager schlägt die gesamte Weltelite. Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Das wird auch noch eine Weile dauern. 22 Jahre nach dem letzten Weltcupsieg einer Neuseeländerin fährt Alice Robinson mit gerade mal 17 Jahren zwei ganz freche Durchgänge. Auf der schwierigsten Strecke des gesamten Damen-Weltcup-Kalenders schlägt sie sogar den Star der Szene, Michaela Schifrin, um 0,06 Sekunden. Viktoria Rebensburg, die deutsche Top-Athletin dieser Disziplin, bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten. Besonders im anspruchsvollen Steilstück kommt sie nicht in den richtigen Rhythmus und verliert viel Zeit. Am Ende landet Rebensburg auf Rang 13. In der Formel 1, da geht Max Verstappen in Mexiko von der Pole Position ins Rennen. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton als Vierter. Der Brite kann trotzdem vorzeitig Weltmeister werden. Dafür müsste er aber 14 Punkte mehr einfahren als sein Teamkollege Valtteri Bottas, der nach einem Crash morgen als Sechster startet. Und Sie starten vielleicht heute schon durch. Hier sind die Lottozahlen. 1, 2, 11, 17, 37, 44, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Ja, und die glücklichen Gewinner, aber alle anderen auch, die können sich heute Nacht über eine extra Portion Erholung freuen, denn um 3 Uhr werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, also auf 2 Uhr. Bedeutet, eine Stunde länger schlafen. Damit gilt dann wieder die Winterzeit oder, wie es ja ganz genau heißt, die mitteleuropäische Zeit. Und wie das Wetter dann wird, wenn wir morgen alle ausgeruht aufwachen, das sagt uns jetzt Sven Plöger. Ja, Ingo, das ist dieses wunderschöne Ereignis immer Ende Oktober, wo man die Stunde aus dem März einfach wiederkriegt und dann tatsächlich länger schlafen kann. Wenn man im Süden aufwacht, wird man vielfach, wenn man nicht zufällig das Pech hat und im Nebel sitzt, die Sonne sehen. Wenn man im Norden aufwacht, kann man sie schon wieder sehen. In der Mitte ist es schwieriger. Da ist nämlich dann die Front, die heute im Norden war. So, das war ein komplizierter Satz. Was man aber heute im Norden hat machen können, das möchte ich hier mal zeigen, wenn man entsprechend sportlich ist. Guck mal hier, Kitesurfer und
Bei dem richtigen Wind kann man dann auch schon mal einen Sprung setzen, aber das sollten nur diejenigen machen, die das auch beherrschen. Und wir gucken als nächstes auf diese Front, wo sie weiter wandert. Hier sehen Sie Deutschland, blau sind die Niederschläge und die durchwandern uns eben morgen, kommen dann in die Mitte und zum Abend und in der Nacht zum Montag auch im Süden an. Und dann gibt es dort den Temperatursturz. Zuvor noch tolles Wetter, zum Beispiel in München, morgen Sonnenschein, Temperaturen. Da ist er, 22, 23 Grad, 15-Tage-Trend. Und hier sieht, glaube ich, jeder sehr sofort, das ist ein Temperatursturz auf Werte unter 10 Grad dann am Montag. Also da muss die Kleidung einigermaßen gewechselt werden. Und wir gucken gleich auf den morgigen Vormittag, wo die Front dann hier schon von Nordrhein-Westfalen bis Berlin und Brandenburg reicht. Wenn Sie in Thüringen zur Wahl gehen, und das ist die größte Errungenschaft der Demokratie, wählen gehen, ist wichtig, dann machen Sie es eher am Vormittag. Da haben Sie zumindest die Chance, trocken durch den Tag zu kommen. Am Nachmittag fängt dann auch in Thüringen der Regen an, der sich hier weiter nach Süden voranarbeitet. Ganz im Süden sind die Nebelfelder dann meistens weg. Hier scheint die Sonne im Norden schon wieder. Im Norden 12, 13 Grad, unter der Front 8 oder 9 Grad und im Süden eben noch mal bis 23. Zunächst südwestlicher, hinter der Front west-nordwestlicher Wind, dann Westwind. Im Norden ist er durchaus stark. Die Aussichten, deutlich kühleres Wetter. Am Montag im Süden Dauerregen um 9 Grad. Am Dienstag im Norden sonnig, sonst einzelne Schauer im Osten und wiederum den Süden. Aber morgen ist dort noch mal die 20-Grad-Marke, die fällt, Ingo. Noch mal genießen. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Im Wort zum Sonntag, jetzt gleich im Anschluss, geht es um den Umgang mit Hasskommentaren. Sehr aktuelles Thema. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Dann schon ein erstes Mal um 21.45 Uhr mit einer Tagesthemen-Extra-Ausgabe zur Thüringen-Wahl. Bis dahin, schönen Abend noch und wählen gehen.